Viel Glück. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Ja? Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf... Ist so gut. Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut. Bringt mich zu ihm. Mal gucken, was der jetzt zu sagen hat. Folgt mir. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Jawohl! Okay, Graf. Komm, ich brauche dich. Verstanden. Wofür? Graf. Er kennt uns doch gar nicht, oder? Ihr habt diese Biester überlebt? Ja. Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Hä? Lass uns doch einfach gehen.
Was ist denn mit ihm verkehrt? Was ist denn jetzt sein Begehr? Emily will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Wen? Emily. Ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Hugo, lauf! Wie kannst du es wagen? Was? Komm zurück! Zurück! Als ob ich zurückkomme! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Ja, weg von dir! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Nö. Fahr zur Hölle, Arschloch! Richtig. Unser Arm ist komplett im Arsch. Geduldig sein. Nein! Nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich! Du wirst sterben wie ein Köter! Hey, was ist hier los? Nix, gar nix. Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Angst. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So, nur wir zwei. Komm schon, beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich bin einfach weg von dir. Ist mir egal. Lass mich. Hey, was ist hier los? Zurück. Nein, betreten verboten. Halt's Maul. Wo rennst du hin? Weg von dir. Kommen. Natürlich. Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl, Scheißkerl. Falsche Richtung. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir. Verstehst du nicht? Nein. Das alles ist größer als du. Gib auf. Gib Nein. deinen Bruder auf. Es könnte so einfach sein. Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch! Oh, warum ist denn auf einmal so flink? Gib einfach auf! Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Es ist ja hier irgendwie ein Labyrinth. Ist ja ganz schlimm. Wir beschützen deinen Du Schwein! Ich muss die anderen finden! Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben! Ja, kein Problem. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh! Hab keinen Ausgang! Kann ich hier irgendwas drehen, kurbeln, machen? Oh, verdammt, das ist zu laut! Nein! Auf die harte Tour also! Keine Zeit! Schnell weg! Ich höre dich! Du wirst nachlässig! Okay. Schnell weg. Ich muss ihn abschütteln! Tschüss. Was? Du dreckige Kleine! Weiter! Du schaffst das!
los, komm schon! Ich töte dich! Du sitzt hier fest, wohin du auch gehst. Ich, verdammt, wo bist du? Ich hätte noch ein bisschen drehen können. Hello, my friend! Ciao, my friend! Bin weg. Die Beams. Eins Lauch. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Ja. Oh Gott. Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Ja. Hör auf, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht. Was? Nicht ohnmächtig werden. Oh Gott. Hugo, sie holen ihn. Wo muss ich denn hin? Mutter, Lukas, Sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Ja, aber dann ist er. Ihr Bruderchen ohne Beschützerin. Dann ist ja. Schmerz. Geschichte wiederholt sich. Das ist alles. Gar nicht so gut. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Oh Gott. Rastet sie jetzt gleich wieder aus? Und tötet jeden, der ihr in den Weg kommt. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Ist das meine Mutter? Hält nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Doch. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Ja. Surprise, surprise! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Machen wir jetzt hier ein 1 gegen 1? Bin ready, mein Freund. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst? Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Stell dir vor. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet so viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du?
bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Also weiß ich nicht, ob das so clever war, aber es, okay. Also von ihm, nicht von ihr. Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Amicia? Mama? Amicia? Eieieiei. Also wenn der Kleine das jetzt rausbekommt, haben da glaube ich Lukas? Alle ein großes Problem. Wo seid ihr? Ich glaube nicht, dass er sich unter Kontrolle hat. Wo sind denn nur alle? Wir sind jetzt aber auch in dem Ding, wo wir vorhin selber waren. Oder? Ja, wir gucken mal. Unsere Aufgabe ist ja jetzt, unsere Schwester zu finden. Oder unsere Beschützer. Oh, warte mal, hier vorhin waren wir doch. Sind wir hier links abgebogen? Bei rechts? Ist rechts auch lang? Ne, rechts ist Tür. Also wenn er das jetzt rauskriegt, dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Aber dann macht er hier richtig... Ist das ein Traum? Nein. Das ist... echt. Dann macht er ernst. Oh, da ist jemand. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall raus. Mal schauen wir mal, was uns gleich da draußen erwartet. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Ist sie tot? Nein! Nein! Geh wieder ins Bett! Viktor, bring ihn zurück! Bitte!
Jetzt habt ihr ein Problem. Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily! Das ist, glaube ich, nicht so gut für dich. Nein, aber was machst du? Bitte nicht, bitte. Ich bin die bessere Mutter. Auf, ja, du brauchst mehr. Genau. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Was brauche ich? Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschützt die Gräfin um jeden. Sie wollen Blut? Blut? Ja, kein Problem. Was ihr da? Wir zahlen. Achso, da ist noch einer. Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Ja, kommt! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind vielen zu nah! Wer ist zu nah? Oh, das ist doch noch einer. Tschüss! So, gibt's hier noch? LOL! Okay, warte, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Sie steckt fest, erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Schütz die Gräfin um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Doch, doch, das werdet ihr. Ja, kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Sie sind viel zu nah! Leute, es funktioniert! Es kommt noch mehr! Okay. Schön. Geschafft! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden, Herr! Es ist Lass zu spät! Lass mich los! Du kannst nein, gerne noch dazukommen, wenn du möchtest. Herr. Gar kein Problem. Ihr werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Okay, wo sind wir jetzt? Eingestürzt, in die Katakomben, unten gelandet im Keller. Mit Luca. Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier.
Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Zu Sophia. Ich will ausruhen. Ja, okay, du hast auch eine kaputte Schulter. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Er ist so voll in Trance. Ich trage euch, wenn es sein muss. Ohne Hugo. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Finde einen Weg zur Oberfläche. Okay.